Ich finde, man kann Frozen als Rapper am besten anhand einer Metapher beschreiben. Auf jeden Fall hab ich's miterlebt, ihr Ficker, ihr nicht. So, oh mein Gott. Ich hab's auch miterlebt. Haben sie dir direkt. Kam dann gerade in die erste Klasse. Ja, du stellst dich in der Pause zu den coolen Kids und sollst du sagen, dass du einer von den coolen bist. Dabei bist nur der Dude, der nicht im Unterricht beim Rundlauf in der Gruppe mit den Losern chillt. Alter, was? Aber gut, du bist doch peinlicher als die, weil du vercoolen deine Kumpels ist nur. Um dazu zu gehören, aber keiner unterstützt dich, du stehst ganz allein im Unterricht. Alle machen Witze über dich und spornen dich an, etwas zu machen, was du eigentlich gar nicht machen willst. Doch du Lappen machst es trotzdem, weil du dann vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit dazu gehören willst. Doch weil ja alle wissen, wie du tickst, dass du sie hinterm Rücken lachen und auch sagen, was für ein Arsch du bist. Bei deiner Art, da könnte ich kotzen, weil du, wenn man deine Tracks nicht mag, empört wirst. Alter, ich bin deine scheiße Leute, deine Kleidung strahlt schon aus, dass du in Pausen ganz allein bist. Du wächst nämlich peinlich auf mich und dass du ein Lappen bist, zeig mir dann deine Statistik. Denn du reimst dich beschissen und machst in jedem Turnier mit und hast im Keim gewonnen. Was ist das denn für ein Fehltritt? Also? Aber ey, du kannst deine Karriere gerne restarten. Das Problem dabei ist, trotzdem bleibst du raus. Gegen Mega zu gewinnen ist für dich das Chance von so circa 1000. Vielleicht ändert sich dein Name, aber du wirst diese Party. Du bleibst ganz einfach raus. Gegen Mega zu gewinnen ist für dich das Chance von so circa 1000. Aber du bleibst leider frozen. Aber Props, Mann, denn du rappst schon ziemlich lang und klingst dafür die ganze Zeit, du schon rappst immer noch scheiße. Also lass es lieber bleiben, ey, du siehst aus wie ein Mathe-Nerd. Also hör mal her. Deine Karriere lässt sich mit einem Grafen beschreiben. Und dass der schief was mit der Lach war für dein Leben das Highlight. Ey, und sag mal, der Streifen scheint auf dein Rap-Up gut zu passen, denn der ist streng und unfallend. Wir waren die coolen Kids. Danke, Kong! Heyo! Kong Bongo ruft, das ist der Mann an den Hammer! Yes, in aller ist hoch, der Ramses ist aber da, Romantik! Danke, Kong! Danke, Kong! Heyo, Kongo Bongo ruft, das ist der Bananenhammer, hier kommt der Held des Dschungels. Heyo, Donkey Kong, leg los, das ist der Bananenhammer. Was muss ich machen? Es ist einfach. Wenn du in dem Film den Bösewicht spielen sollst, dann denkst du wie ein Bösewicht, du redest wie ein Bösewicht, du wirst ein Bösewicht. Denk an einen ganz gemeinen Typen. Ist der mies, ist der fies und von Grund auf schlecht. Richtig böse sein, das fällt mir schwer. Also muss ein neuer Fiesling her. Ein ganz böser und ich stell mir vor, ich wäre wie er. Böse gehen, böse stehen. Andere böse ansehen. Dann fühlst du innerlich, du bist ein Bösewicht. Nur so kannst du einen richtig guten Film drehen. Böse sein und gemein. Ich lüge und betrüge, ich bin nicht fein. Ich brüll herum, ganz fürchterlich. Ich wasche niemals ab und meistens rängle ich. Ich bin echt von Grund auf schlecht. Das ist mir gerade recht. Ich muss lügen, ich muss stehlen. Ich muss andere Leute quälen. Ich will böse sein, dann muss ich diesen Weg gehen. Böse gehen, böse stehen. Andere böse ansehen. Dann fühlst du innerlich, du bist ein Bösewicht. Nur so kannst du einen richtig guten Film drehen.